Und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 49. Wir sind übrigens gut in der Zeit. Also hier in meinem Ablaufplan steht 15.45 Uhr, jetzt sind wir 15.51 Uhr. Das kann man ja bei den Redezeiten wieder einsparen ein bisschen. Der Entschließungsantrag der Fraktion der CDU von Bündnis 90 und Bündnis 90 die Grünen. Hessen bringt Bundesratsinitiative zum Verbot von Konversionstherapien ein. Das ist die Drucksache 20/399. Redezeit ist 10 Minuten. Und ich darf dem Kollegen Martin von der Fraktion Bündnis 90 die Grünen das Wort erteilen. Bitte schön, Herr Kollege. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich wollte eigentlich starten mit, heute ist so ein schöner Tag. Jetzt ist das Wetter doch wieder gekippt. Ich bin überzeugt davon, dass wir es hinkriegen, dass am Ende dieses Tagesordnungspunktes dann doch wieder ein Regenbogen rauskommt. Wir setzen heute nämlich den ersten großen queerpolitischen Meilenstein in dieser noch jungen Legislaturperiode. Aber gestatten Sie mir zu Beginn einmal den Koalitionsvertrag zwischen CDU und GRÜNEN zu zitieren, Zeile 1223. Akzeptanz und ein diskriminierungsfreies Miteinander sind wichtige Bestandteile einer modernen Landespolitik. Alle Menschen gehören mit ihrer Lebenswirklichkeit zu Hessen, mit jeder Hautfarbe und ethnischen Herkunft, als Frauen, Männer, trans- und intergeschlechtliche Personen, mit ihrer jeweiligen Religion oder Weltanschauung, mit oder ohne Behinderung, in jedem Lebensalter und mit ihrer jeweiligen sexuellen Identität. Vor diesem Hintergrund ist es nur folgerichtig, festzustellen, dass die sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität als Teil des allgemeinen Persönlichkeitsrechts unter dem ganz besonderen Schutz des Staates stehen. Und diese Aufgabe, die nehmen wir in Hessen sehr ernst. Gerade weil alle Menschen mit ihrer Lebenswirklichkeit und in ihrer Individualität zu diesem Land gehören, gerade deshalb arbeiten wir seit Jahren engagiert für Vielfalt in diesem Land, und wir arbeiten gegen Diskriminierung. Und ich will keinesfalls den Versuch starten, die letzten Jahre aus queerpolitischer Sicht, also aus Sicht all derer, die nicht heterosexuell sind oder eine andere geschlechtliche Identität haben als zur Geburt ursprünglich mal festgestellt. Ich will gar nicht anfangen, da eine Zusammenfassung zu starten. Ich würde mich wahrscheinlich darin verlaufen, einzelne Maßnahmen zu vergessen. Ich möchte aber doch mal wenige Stichworte Ihnen zurufen. Charta der Vielfalt, Antidiskriminierungsstrategie, Aktionsplan für Akzeptanz und Vielfalt, die regionalen Antidiskriminierungsstellen, der Lehrplan Sexualerziehung und so weiter und so weiter. Es passiert eine Menge in diesem Land, aber wir geben uns damit nicht zufrieden. Unser staatlicher Auftrag, die sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität zu schützen, bedeutet für mich auch, dass wir mit konkreten politischen Handlungen uns denen entgegenstellen, die diesen Teil der freien Persönlichkeitsentfaltung bedrohen. Und genau deshalb sprechen wir heute über Konversionstherapien. Noch immer gibt es Menschen, die teilweise mit einem angeblich religiösen, teilweise mit einem angeblich medizinischen Hintergrund Konversionstherapien zur sogenannten Heilung oder Umpolung von Bi- und Homosexuellen anbieten. Dabei handelt es sich häufig um Gesprächstherapien. Meistens ziehen sich diese über einige Monate hinweg. Mal werden diese Sakramente empfangen, mal findet eine Anrufung Marias statt, es wird gebetet, Seelsorge und auch Elektroschocks können Teil der Behandlung sein. Elektroschocks, fragt sich jetzt vielleicht der ein oder andere hier im Raum. Naja, wenn ich mir eine Krankheit ausdenke, dann werde ich mir die Freiheit erlauben dürfen, mir auch jegliche Behandlungsformen ohne irgendwelche wissenschaftlichen Grundlagen ausdenken zu dürfen. Und mir ist folgende Bemerkung ausgesprochen wichtig in diesem Zusammenhang. Egal ob Elektroschocks oder Gesprächstherapie, Konversionstherapien sind immer brandgefährlich. Denn die eigene Sexualität als Teil der individuellen Persönlichkeit, und diese Sexualität, die ist nicht starr, vielmehr entwickelt sie sich, sie verändert sich. Erwachsen werden heißt eben auch erkunden und ausprobieren, und irgendwann gilt das auch für Sexualität.
Jugendliche erkunden ihre eigene Sexualität, probieren aus, finden Gefallen und finden auch Dinge, die ihnen nicht gefallen. Und das ist nicht nur in Ordnung so, es ist explizit richtig und notwendig. Und wenn es dann Menschen gibt, die insbesondere jungen Menschen strategisch als Therapie getarnt einreden, die Art und Weise, wie sie Sexualität leben, sei falsch oder gar unnormal, sei krankhaft, dann macht genau das diese Menschen tatsächlich krank. Meine Damen und Herren, Homosexualität ist keine Krankheit, aber Hass, Hass ist eine Krankheit. Besonders abstoßend finde ich persönlich den Ansatz, man wolle homosexuellen Menschen bei der Entwicklung ihres heterosexuellen Potenzials therapeutisch begleiten, so als seien homosexuelle Menschen zweiter Klasse und müssten sich selbst optimieren. Menschen, die sich freiwillig oder auch unfreiwillig einer Konversionstherapie unterzogen haben, leiden häufig unter Persönlichkeitsstörungen, denn sie werden in der freien Entfaltung ihrer Persönlichkeit gestört. Sie sollen einen Teil ihrer Persönlichkeit unterdrücken oder verändern. Die Antwort darauf ist ziemlich einfach. Das geht nicht. Wie oder wen wir lieben, das haben wir uns alle nicht ausgesucht. Das ist einfach so passiert. So sind wir Menschen halt. Aber wenn Menschen in Therapien immer wieder eingetrichtert bekommen, sie sollen, wie sie lieben und wie sie leben, das sei so falsch, das sei krankhaft, dann fragen sich die Betroffenen schon irgendwann, ob die in der Therapie nicht vielleicht doch recht haben. Und dann muss dieses Haus den Betroffenen entschlossen entgegenrufen. Nein, sie haben nicht recht. Für uns sind alle Menschen in Hessen gleich viel wert. Hier gibt es keine Liebe zweiter Klasse, hier gibt es keinen Sex zweiter Klasse und hier gibt es keine Menschen zweiter Klasse. Herr Präsident des Staatsgerichtshofs und ich, wir haben uns übrigens mit unseren Reden nicht abgesprochen, passt trotzdem ganz gut. Ich bin genau deshalb aber der Landesregierung und Sozialminister Klose ausdrücklich dankbar für Ihren Vorstoß, im Bundesrat eine Initiative zu starten, die fordert, geeignete gesetzliche Rahmenbedingungen zu finden, die diese menschenverachtenden Konversionstherapien verbietet. Damit haben wir eine zentrale queere Forderung aus unserem Koalitionsvertrag erfüllt. Und wir sehen jetzt die Bundesregierung in der Pflicht, zu handeln und werben natürlich um breite Zustimmung im Bundesrat zur Initiative aus Hessen. Und ich freue mich, dass einige Länder, darunter Bremen, Berlin und Schleswig-Holstein, bereits angekündigt haben, sich der Initiative aus Hessen anzuschließen. Verbunden mit der Forderung nach einem Verbot von Konversionstherapien wird die Bundesregierung in einem breiten Maßnahmenpaket dazu aufgefordert, Maßnahmen zu unterstützen, die zur öffentlichen Aufklärung und Sensibilisierung in Bezug auf sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität beitragen. Denn eines ist natürlich auch klar. Die Tatsache, dass nach wie vor Konversionstherapien angeboten werden und angeboten werden dürfen, treibt Diskriminierung von homo- und bisexuellen Personen voran und wirkt damit der gesellschaftlichen Akzeptanz entgegen. Für uns GRÜNE stellt die Initiative der Landesregierung deshalb auch den folgerichtigen Schritt im seit vielen Jahren andauernden Prozess hin zu einem diskriminierungsfreien Miteinander dar. Und unter besonderem Schutz stehen auch in dieser Angelegenheit besonders Minderjährige. Denn besonders Minderjährige, die selbst oft noch gar nicht so recht wissen, wie denn ihre eigene Sexualität eigentlich aussieht, sind besonders anfällig für diese populistischen Behauptungen in Konversionstherapien. Deshalb möchte ich mich ausdrücklich auch für die Schwerpunktsetzung der Landesregierung bedanken und sie positiv hervorheben. Insbesondere Minderjährige müssen wir vor der Gefahr, die von Konversionstherapien ausgeht, besonders schützen. Meine Damen und Herren, Konversionstherapien messen den Menschen in unserem Land einen unterschiedlichen Wert bei. Sie bringen Menschen dazu, einen Teil ihrer eigenen Persönlichkeit infrage zu stellen und nehmen dabei Persönlichkeitsstörungen, bleibende psychische Erkrankungen und sogar Suizidversuche billigend in Kauf. Ich werbe deshalb auch hier im Hause um breite Zustimmung für unseren Antrag und damit um ein klares Signal für ein Verbot von Konversionstherapien. Und ich freue mich, dass die Initiative der Hessischen Landesregierung so viel Zuspruch findet. Der Lesben- und Schwulenverband und andere queere Organisationen haben sich positiv geäußert, auch die Bundesärztekammer.
Besonders gefreut hat mich ja persönlich, was die evangelische Kirche in Hessen und Nassau dazu gesagt hat. Ich zitiere aus der FAZ vom Montag: Homosexualität und auch weitere sexuelle Orientierungen als Teil der guten und gewollten Schöpfung Gottes. Und lassen Sie mich zum Abschluss und auch vorgreifend auf eventuell noch nachfolgende Redebeiträge noch Folgendes zusammenfassen. Wer Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität für krank erklärt, der vergeht sich gegen den Kern unseres Grundgesetzes. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Martin. Das war fast eine Punktlandung. Die Grünen haben noch 16 Sekunden. Als nächstes Frau Kollegin Knell für die Fraktion der Freien Demokraten. Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir beschäftigen uns heute mit einem Thema, das eine große Bedeutung für die Persönlichkeitsentwicklung vieler Menschen in unserem Land hat und für ihr Recht, so respektiert und angenommen zu werden, wie sie sind. Konversionstherapien, auch Reparativtherapien genannt, sind der Versuch, mit psychotherapeutischen Methoden eine Krankheit zu heilen, die gar keine Krankheit ist. Das heißt, sie unternehmen den völlig sinnlosen Versuch, homosexuelle Neigungen in heterosexuelle zu verändern. Und dass Homosexualität als psychische Krankheit oder zumindest als Störung angesehen wurde, die behandlungsbedürftig sei, war bis in die 70er Jahre hinein gesellschaftlicher Konsens. Behandelt wurde, und das hat der Kollege eben ausführlich dargestellt, häufig unter Zwang und mit Methoden bis hin zu Elektroschocks. Wissenschaftlich ist die Unwirksamkeit und Schädlichkeit solcher Therapien schon längst überholt. Doch wie so oft werden wissenschaftlich belegte Erkenntnisse über lange Zeiträume von einigen gesellschaftlichen Gruppen nicht zur Kenntnis genommen, weil sie schlicht nicht ins Weltbild passen. Fast festzementierte Überzeugungen, hauptsächlich im geistlich-religiösen Bereich, haben diese Pseudotherapien über diesen langen Zeitraum am Leben erhalten. Gott, so heißt es dort, habe Homosexualität nicht gewollt. Erst im Sommer letzten Jahres hat sich die katholische Kirche dann öffentlich von der Vorstellung verabschiedet, dass Homosexualität eine Krankheit sei und deshalb auch keiner Therapie bedürfe. Aber auch in evangelikalen Gruppierungen hält sich bis heute die Überzeugung, man müsse Menschen, die homosexuell veranlagt seien, umpolen und damit auf den richtigen, gottgefälligen Weg bringen. Aber, meine Damen und Herren, machen wir uns doch nichts vor. Wie viele Menschen in unserem Land gibt es, die es eben nicht fertigbringen, Menschen zu akzeptieren, die nicht in das herkömmliche Rollenbild passen? Menschen, die nur sich selbst als das Maß aller Dinge betrachten. Wie hoch ist wohl die Dunkelziffer an Ressentiments, die nur im kleinen, im direkten, persönlichen Bereich sichtbar werden? Wir meinen heute, wir leben in einer aufgeklärten, toleranten Gesellschaft. Doch ist das wirklich so? Ich vermute, dass jeder von uns in seinem eigenen Umfeld Menschen kennt, die alles, was nicht in ihre tradierten Vorstellungen passt, ablehnen. Menschen, die mit der Vielfalt unseres Lebens nicht umgehen können, weil ihnen nur der feste, bekannte Rahmen, in dem sie sich bewegen, Sicherheit bietet und die alles andere dann als Bedrohung ihres eigenen Lebens empfinden. Aus all diesen Gründen hat es sehr lange gedauert, bis sich nun politisch etwas bewegt. Der vorliegende Antrag ist deshalb wichtig und überfällig. Wir werden ihm auch mit voller Überzeugung zustimmen. Wir stimmen ihm aber eben nicht nur aus den dargelegten Gründen zu, die mit den Erkenntnissen der Wissenschaft und dem Respekt vor jedem Einzelnen und seiner Identität und Lebensweise zu tun haben. Wir stimmen auch deshalb zu und sehen die Wichtigkeit des Verbots dieser Therapien, weil sie für so viel menschliches Leid verantwortlich sind. Homosexuell orientierte Menschen und überhaupt Menschen mit sexuellen Veranlagungen, die von der Norm abweichen, haben immer die Erfahrung gemacht, dass sie als anormale Persönlichkeiten betrachtet wurden, die bekämpft, verfolgt, inhaftiert und zwangstherapiert wurden. Man muss nur einmal um den Tisch herumgehen, sich in die Lage des anderen versetzen, um auch nur einen Hauch, eine Ahnung davon zu halten, was die Inakzeptanz der sexuellen Identität für die gesamte Persönlichkeit der Betroffenen bedeutet. Der gesellschaftliche Umgang mit Homosexualität hat ihnen nämlich alles verwehrt, was ein Leben lebenswert macht, sie in die soziale Isolation getrieben und zum Teil sogar in den Selbstmord. Bornierte, erzkonservative Weltsichten haben auch in diesem Jahrhundert Persönlichkeiten zerstört und Existenzen vernichtet.
und dies geschieht noch heute. Weniger offensichtlich, weniger gesellschaftlich akzeptiert, aber eben immer noch hier und da vorhanden. Ich finde es auch persönlich ausgesprochen traurig und beschämend, dass heute im Zeitalter der unendlich zugänglichen Informationen es noch immer Bürgerinnen und Bürger in unserem Land gibt, die Homosexualität als Krankheit betrachten, dass es immer noch so viele gibt, die es nicht fertigbringen, die vielen verschiedenen Facetten des Lebens positiv zu sehen. Die sogenannten Konversionstherapien, die die Betroffenen umpolen und ihre sexuelle Orientierung kurieren wollen, formulieren ihre Therapieziele sehr geschickt, sodass es sehr schwer ist, nachzuweisen, dass damit die Veränderung der sexuellen Orientierung im Sinne der Konversionstherapien dahinter steckt. Auf den Informationsseiten heißt es deshalb auch immer sehr raffiniert, dass die Betroffenen ergebnisoffen begleitet werden. Und unter einer bestimmten Diagnose kann eine solche Therapie dann sogar abgerechnet werden. Und 600 Mal ist das im Jahr 2016 geschehen. Es ist nachvollziehbar, dass es unter diesen Umständen schwer ist, die Pseudotherapien zu verbieten und die Schlupflöcher, die es gibt, um ein Verbot zu umgehen, mitzuerfassen. Nachdem sich der Weltärztebund im Jahr 2013 gegen die Konversionstherapien ausgesprochen und unmissverständlich deutlich gemacht hat, dass es sich bei der Homosexualität keineswegs um eine Krankheit handelte, die therapiebedürftig sei, entschloss sich dann 2016, das kleine Malta als erstes europäisches Land die Umpolungstherapien zu verbieten und mit empfindlichen Strafen bis zu 5.000 € oder 5 Monaten Haft zu belegen. Über eine Schnellstudie der Magnus-Hirschfeld-Stiftung will der Bundesgesundheitsminister nun klären, was man von Malta, aber auch von Australien für die Umsetzung des Verbots dieser Pseudotherapien lernen kann. Erst im letzten Jahr hat sich dann auch das Europäische Parlament auf den Weg gemacht und sich mit Mehrheit dafür ausgesprochen, diese sinnlosen und gesundheitsschädlichen Versuche am Menschen zu unterlassen. Deshalb, meine Damen und Herren, ist es für uns auch mehr als an der Zeit, dass wir auch etwas dagegen unternehmen und aktiv werden, um die Konversionstherapien zu verbieten und mit Sanktionen zu belegen. Wir wissen schon lange sehr genau, was homosexuell orientierte Menschen in solchen Situationen am meisten brauchen. Das ist nämlich Unterstützung bei ihrer Identitätsfindung, Begleitung, Beratung und die Vermittlung der Gewissheit, du bist vollkommen in Ordnung, so wie du bist. Besonders für junge Menschen in ihrer Entwicklungsphase, die ohnehin von vielen Unsicherheiten und Ängsten begleitet wird, ist die unterstützende fachliche und menschliche Begleitung besonders wichtig. Wir haben, keine Frage, politisch in dieser Richtung schon viel getan. Aber letztendlich muss man sich als verantwortliche Politiker mit der Kritik auseinandersetzen, nicht konsequent zu sein. Man kann schlecht A sagen und umsetzen, wenn man B unangetastet lässt. Ich bin sehr froh, dass wir heute dann auch B sagen und einen Antrag beschließen, der die Verletzung der Menschenrechte, die diese Therapien schlicht darstellen, beenden will. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Knell. Als nächster für die AfD, Herr Kollege Richter. Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Zur Bundesratsinitiative zum Verbot von Konversionstherapien sind 6 Punkte angeführt, die der Entschließungsantrag der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN beinhaltet. Die sexuelle Orientierung eines Menschen ist selbstverständlich Teil des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, welches unter dem Schutz des Staates steht. Punkt 2 dieses Entschließungsantrags ist der Punkt der Abstimmung über die Konversionstherapie, der völlig ausgereicht hätte, und wir stimmen diesem Punkt ausdrücklich zu. Punkt 2 ist somit der wesentliche Punkt dieses Antrags, denn Homosexualität ist selbstverständlich keine Krankheit, sondern eine sexuelle Orientierung, die, wie in Punkt 1 in Ihrem Antrag schon erwähnt, nicht behandlungsbedürftig ist. Auch wir sehen Konversionstherapien für die betroffenen Menschen in der Persönlichkeitsentwicklung als gefährlich an und lehnen diese eindeutig ab. Die Mehrzahl der Bundesbürger werden allerdings
Konversionstherapien gar nicht kennen. Eine breite öffentliche Diskussion über Konversionstherapien ist zwingend notwendig, auch um Menschen in ihrer sexuellen Orientierung den entsprechenden Rückhalt in der Gesellschaft zu geben. Diese Aufgabe, meine Damen und Herren, betrachten wir als parteienübergreifend. Allein das Angebot von Konversionstherapien empfinden Menschen mit einer sexuellen Orientierung, die vom Anbieter als Krankheit definiert wird, als Stigmatisierung. Und wenn im persönlichen Umfeld eine solche Konversionstherapie thematisiert wird, auch natürlich als diskriminierend. Sollte hier gar ein Zwang hinter einer Konversionstherapie stehen, würden wir diesen Zwang im Bereich einer strafbaren Handlung sehen. Selbstverständlich ist klarzustellen, dass Minderjährige immer einen besonderen Schutz geboten bekommen müssen und es gerade in der sexuellen Findungsphase eines Menschen wichtig ist, nicht stigmatisiert oder diskriminiert zu werden. Die freie Entfaltung der Persönlichkeit zu gewährleisten, ist unabdingbar in jedem Alter eines Menschen. Dies bedeutet allerdings auch, heterosexuelle junge Menschen in exakt der gleichen Weise zu behandeln und andere sexuelle Orientierungen nicht zu präferieren und gesellschaftlich aufzuwerten, sondern eine Gleichbehandlung unbedingt sicherzustellen. Was in diesem Antrag nicht berücksichtigt wird, ist, wer Konversionstherapien anbietet und diese umsetzen möchte. Wer also bietet diese Therapien an und vor allem zu welchem Zweck? Sehr oft werden diese Therapien aus religiösen Gründen angeboten. Und hier ist deutlich zu machen, dass dies selbstverständlich nicht durch das Recht auf Glaubensfreiheit abgedeckt wird. Wir müssen also den Mut haben, religiösen Ansätzen, die Menschen die freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit nehmen, klar entgegenzustehen. Der Gedanke, hier auch Religionen in den Fokus zu rücken, die gerade homosexuelle Menschen massiv unterdrücken, sollte im Bewusstsein der Menschen verankert sein. Wir als AfD machen darauf seit Längerem aufmerksam. Und auch hier treffen wir auf ein Tabuthema, ähnlich wie bei der häuslichen Gewalt. Der Schutz homosexueller Migrantinnen und Migranten ist ebenso nicht thematisiert wie der Schutz von Migrantinnen vor häuslicher Gewalt. Und entgegen der Meinung von manchem Journalisten stelle ich klar, unsere Politik, also die Politik der AfD, unterstützt auch die Schwächsten der Gesellschaft und ist das Gegenteil von Rassismus. Das Problem, vor dem wir stehen, ist somit sehr vielfältig und betrifft alle Teile der Gesellschaft. Und im rechtlichen Raum muss die Therapiefreiheit der Psychotherapeuten geklärt werden. Geschützt durch Artikel 5 Absatz 3 Seite 1 und durch Artikel 12 Absatz 1 Seite 1 des Grundgesetzes. Hier braucht es eine Lösung, die nicht in diesem Entschließungsantrag dargestellt wird. Ich sage ausdrücklich leider. Allerdings hat die AfD-Fraktion im Bundestag dazu klar Stellung bezogen und bereits entsprechende Unterstützung bei Rechtsfragen angeboten. Die Streichung der Diagnose Homosexualität aus dem Krankheitskatalog der WHO ist leider nicht ausreichend, um den rechtlichen Rahmen in Deutschland entsprechend abzuklären. Punkt 2 dieses Entschließungsantrags deckt als Bundesratsinitiative des Verbotes von Konversionstherapien somit alles ab. Wir stimmen bei Punkt 2 in einer Einzelabstimmung zu, enthalten uns bei den anderen Punkten und werden bei einer Abstimmung dieses Entschließungsantrags im Ganzen ebenfalls mit einer Enthaltung stimmen. Meine Damen und Herren, wir müssen die Tabuthemen unserer Gesellschaft ansprechen und zugleich den rechtlichen Rahmen schaffen, damit Konversionstherapien endlich der Vergangenheit in Deutschland angehören. Herr Präsident, wenn ich das so sagen darf, wir bitten dringend um getrennte Abstimmung der einzelnen Punkte. Vielen Dank. Herr Kollege Richter, das werden wir, wenn Sie das so beantragt haben, so tun. Nur als Lernfrage, da wir ja Dienstleister im Präsidium sind, 2 alleine und dann 1, 3, 4, 5, 6 zusammen? Okay, dann haben wir verstanden. Als nächstes bitte ich Herrn Kollegen Dr. Wilken
für die Fraktion der LINKEN um seinen Beitrag. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Homosexualität ist keine Krankheit, also bedarf es auch keiner Behandlung. Was es braucht, ist Respekt vor der sexuellen Identität unseres jeweiligen Gegenübers. Diskriminierungen und Stigmatisierungen von Menschen aufgrund sexueller Orientierung oder sexueller Identität, diese rufen psychische und physische Erkrankungen hervor, nicht Homosexualität. Diese sogenannten Konversionsbehandlungen, also vermeintliche Therapien, die Schwule und Lesben heilen sollen, sind leider auch in Deutschland ein Problem und bisher auch vollkommen legal. Zum Glück gibt es nur sehr wenige Seelsorger, paramedizinische Heiler, die diese Programme offen anbieten. Meist, es ist schon gesagt worden, handelt es sich dabei um Gruppen gut vernetzter Einzelpersonen, häufig aus dem evangelikalen christlichen Bereich. Es ist also gut, das jetzt zu verbieten. Ob der Wettlauf, wer dies jetzt auf einmal am schnellsten schafft, der Sache angemessen ist, lasse ich jetzt einmal dahingestellt. Wir haben, meine Damen und Herren, aber auch nach dem Verbot selbst dann noch ein Problem, von dem wir nicht wissen, wie groß es ist, vermutlich aber größer als diese offiziellen Angebote. Das sind leider Hausärzte und Therapeuten, die diese Therapie nicht offen anbieten, von denen wir aber wissen, dass sie Patienten eine homosexuelle Lebensweise ausreden wollen. Und diese versteckten Versuche treten vermutlich sehr viel häufiger auf, aber sie finden nicht in der Öffentlichkeit statt und werden auch nicht dokumentiert. Wir wissen aus Daten aus Großbritannien, dass wir es da mit dem Problemkreis eher älterer männlicher Ärzte und Psychotherapeuten zu tun haben, die solche Versuche vornehmen, die dann noch in einem Menschenbild leben, was wir hoffentlich gemeinsam alle seit Langem überwunden haben. Auch darum werden wir uns noch weiter kümmern müssen. Ich betone ausdrücklich, wir begrüßen die Initiative, wir begrüßen den Antrag, werden ihm auch zustimmen. Diese völlig absurden Umpolungsversuche erinnern uns an die Zeit, in der Hexen verfolgt wurden, Teufel ausgetrieben wurden. All das gehört verboten. Eine letzte Bemerkung. Es bleibt noch viel zu tun. Wenn vor dem Druck einer Zeitung nicht auffällt, dass Sie, Herr Klose, mit genau dem Gegenteil zitiert werden, was Sie und ich meinen, auch das sollte selbstverständlich werden, dass solche Fehler einfach nicht mehr möglich sind. Ich bedanke mich. Herr Dr. Weg, wir bedanken uns bei Ihnen. Und ich darf nun Herrn Dr. Bartelt das Wort für die CDU-Fraktion erteilen. Auch Sie haben, wie alle Redner, 10 Minuten, müssen Sie aber nicht nutzen. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir wollen, dass in Deutschland, in Hessen, keine sogenannte Konversionstherapie mehr durchgeführt wird. Homosexualität ist keine Krankheit. Sie benötigt keine Therapie. Im Gegenteil, eine Pseudotherapie kann zu erheblichen psychischen Schäden führen. Daher befürworten wir die Absicht unseres Gesundheitsministers Klose, über den Bundesrat diese sogenannte Therapie zu verbieten. Sie unterstützt das Vorhaben des Bundesgesundheitsministers Spahn, bis Ende des Jahres ein Gesetz zur Verhinderung dieser Pseudotherapie zu verabschieden. Der mögliche Einwand, Personen möchten ihre sexuelle Orientierung ändern und ihnen sollte eine solche sogenannte Therapie angeboten werden, kann einfach nicht akzeptiert werden.
Ein nicht erträglicher Druck und Ausgrenzung durch das Umfeld wegen der sexuellen Orientierung kann vielleicht dazu führen, aus Unsicherheit und Angst die eigene Orientierung infrage zu stellen. Die Konsequenz sollte aber eine völlig andere sein. Das Ziel einer vielleicht notwendigen psychotherapeutischen Intervention wäre, die Persönlichkeit zu stärken. Die Betroffenen sollen mit den Konflikten umgehen können. Die Persönlichkeit soll gestärkt werden. Die Ärztekammer, der Bundesärztetag und die Psychotherapeutenkammer haben sich sehr eindeutig gegen diese sogenannte Konversionstherapie positioniert. Es gibt selbstverständlich auch keine Gebührenziffern zur Abrechnung mit den gesetzlichen Krankenkassen oder den privaten Krankenversicherungen. Es soll aber Fälle geben, wo andere Gebührenziffern als Analogziffern missbraucht worden sind, um mit dieser Pseudotherapie auch noch Geld zu verdienen. Bei der Schaffung einer von uns befürworteten Gesetzgebung zur Verhinderung der sogenannten Konversionstherapie kann man leider kaum auf Gesetze anderer Staaten zurückgreifen. Man betritt weitgehend Neuland. In der EU, es wurde von Frau Knell schon gesagt, gibt es auf Malta ein Gesetz gegen diese Pseudotherapie. In Spanien gibt es in einigen Regionen entsprechende Gesetze. In Großbritannien wird nach Aufforderung von Ärzten und Psychotherapeuten über ein Gesetz diskutiert, so wie bei uns. Außerhalb Europas gibt es in einigen Bundesstaaten der USA entsprechende Gesetze. Beispiele sind Kalifornien und New York. Wir wollen, dass im Berufsrecht eindeutig geklärt wird, dass diese Pseudotherapie mit der Ausübung des Berufes des Arztes oder des Psychotherapeuten einfach nicht vereinbar ist. Wir wollen, dass im Sozialrecht die Honorierung ausgeschlossen ist. Sie darf durch Verwendung anderer Gebührenziffer auch nicht umgangen werden. Wir wollen aber insbesondere, dass auch ein strafrechtlicher Tatbestand, z.B. als Körperverletzung, durch den Gesetzgeber definiert wird. Es sollte aus meiner Sicht aus 5 Gründen, es gibt sicherlich noch mehr, geschaffen werden. Erstens. Der Eingriff in das vom Grundgesetz garantierte Persönlichkeitsrecht durch eine sogenannte Konversionstherapie ist schwerwiegend. Er kann nicht nur als Ordnungswidrigkeit geahndet werden, sondern er muss strafrechtlich verfolgt werden. Zweitens. Medizinisch-psychologisch kann diese Pseudotherapie zu schweren und langwierigen Schäden führen, zumindest im Gesundheitsbegriff der WHO-Definition. Drittens. Wenn kleine religiöse Glaubensgemeinschaften Homosexuelle zur sogenannten Konversionstherapie auffordern, sollten sie zumindest wissen, dass sie zum Gesetzesbruch beihelfen. Viertens. Der bisherige Rahmen der gesellschaftlichen Meinung ist nicht abschreckend genug. Es ist verwunderlich und erschreckend zugleich, dass diese sogenannten Behandlungen immer noch in Deutschland angeboten werden. Und fünftens. Ein Teil der Anbieter dieser Pseudotherapie wird durch die Berufsrechte für Ärzte, Psychotherapeuten und Heilpraktiker einfach nicht erfasst. Manche geben sich als Wunderheiler aus, oder andere Heiler legen sich einen pseudoreligiösen Deckmantel zu. Es wurde hier auch schon genannt, beispielsweise fundamentalistisch-evangelikale Gruppen. Bundesminister Jens Spahn äußerte kürzlich in diesem Zusammenhang,
Ein Gesetz muss klar und klug sein, damit es Wirkung zeigt. Hessen wird durch seine Initiative, durch die Initiative der Landesregierung, durch unseren Gesundheitsminister Klose, seinen Beitrag dazu leisten. Wir wollen einfach, dass möglichst bald diese sogenannte Konversionstherapie bei uns nicht mehr stattfinden wird. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Bartel. Ich darf nunmehr Frau Kollegin Dr. Sommer für die Sozialdemokratie das Wort erteilen, was hiermit geschieht. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Passend zur Fastenzeit reden wir über Konversion, auf Deutsch Bekehrung. Das ist ein Schlüsselbegriff der christlichen Moraltheologie und Askese mit dem Leitspruch des Fastens: Bekehre dich und glaube an das Evangelium. Warum erzähle ich das? Da christlich-konservative, oft evangelikale Homosexualität als Sünde bezeichnen, von der man sich befreien, sich bekehren solle. Als Mitglied in der Kirche schockiert mich das. Der katholische Publizist von Gersdorf hat sich im christlichen Forum wie folgt geäußert. Zitat Anfang. Bekanntlich ist die sexuelle Vereinigung nur im Rahmen einer gültig geschlossenen Ehe ethisch einwandfrei. Zudem müssen diese Akte grundsätzlich für Fortpflanzung offen sein. Alles andere ist Sünde. Zitat Ende. Stimmen aus dem christlich-konservativen und oft evangelikalen Lager werden immer laut, gegen Homosexuelle zu argumentieren, jetzt nicht nur mit dem Argument, das sei eine Sünde, sondern mit dem pseudowissenschaftlichen Argument, die Wissenschaft habe doch bewiesen, Homosexualität sei nicht bewiesen, es sei nicht angeboren, es sei eine Veränderung möglich, man müsse nur wollen und müsse den besten Therapeuten finden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist ungeheuerlich, gar niederträchtig. In der Medizin, und das haben wir jetzt schon gehört, ist bekannt schon seit 3 Jahrzehnten, dass Homosexualität keine Krankheit ist, sondern eine gesunde Form der vielfältigen sexuellen Orientierung. Sogenannte Konversions- oder Reparativtherapien haben zum Ziel, gerade junge Menschen in ihrer Sexualität umzupolen. Einheitliche Behandlungsmethoden gibt es nicht. Die Rede darüber zu diskutieren, ist eigentlich auch tabuisiert, bislang aber eben nicht verboten. Und in der Queerszene gehen Gerüchte um von eiskalten Duschen oder Elektroschocks, die mit Bildern oder Filmen verbunden werden, mit homosexuellen Praktiken. Und ihre Absicht ist, dadurch entsprechend sexuelle Empfindungen mit Schmerz zu verknüpfen, anstelle mit Lust. Zu den Verfahren gehören dann auch Gebete beispielsweise, aber auch Psychotherapie, mit der Grundannahme eben, dass Homosexualität eine Störung aufgrund frühkindlicher Traumas sei, mit einer Störung zu Vater oder Mutter. Erschreckend ist, und Wiebke Knell hat schon darauf hingewiesen, dass es 600 Behandlungen dieser Therapien im Jahr durchschnittlich geben soll. Herr Bartelt hat schon darauf hingewiesen, dass es da Analogziffern gibt. Das ist umso erschreckender, wenn wir uns noch einmal vor Augen führen, dass die Diagnose in Anführungsstrichen Homosexualität bereits seit 1990 aus dem Krankheitskatalog der WHO gestrichen worden ist, meine Damen und Herren. Der US-Kinofilm Der verlorene Sohn, vielleicht haben Sie davon einmal gehört, der wurde kürzlich in Berlin vorgestellt. Da geht es darum, dass einem Jugendlichen von christlichen Fundamentalisten die Homosexualität ausgetrieben werden soll. Und so hat das wieder neuen Fokus bekommen bzw. wurde in den Fokus gerückt. Deswegen ist es auch gut und wichtig, dass wir uns heute mit diesem Thema beschäftigen. Der Weltärztebund verurteilte bereits 2013 Konversionstherapien als Menschenrechtsverletzung. Sie seien mit der Ethik ärztlichen Handelns nicht vereinbar.
und der Deutsche Ärztetag verurteilte in seinem Beschlussprotokoll 14 die Pathologisierung der sexuellen Orientierung durch entsprechende Therapien, warnte hier auch vor negativen Auswirkungen auf die Gesundheit. Dies deckt sich dann auch mit den Aussagen der Bundestagsdrucksache 20/8022 aus 16. Die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde stellte dann klar, dass Homosexualität weder eine Entwicklungsstörung noch eine Erkrankung ist. Und dennoch haben wir in unserer Gesellschaft die Stigmatisierung von den Homosexuellen bis heute, meine Damen und Herren. Und gerade solche Stigmatisierungen schaffen Erniedrigung, Stress und können sich eben auf die Psyche ausschlagen. Langzeitstudien zeigen, dass kaum einer der Teilnehmer von diesen Therapien positiv, sondern negativ davon profitiert. Denn Depressionen, Angststörungen bis zu suizidalen Krisen können Auswirkungen dieser Verfahren sein. Vereinzelt haben sich auch Menschen deswegen ihr Leben genommen. Und das ist echt bedauerlich. Auch belegen internationale Studien, dass Homosexuelle, wenn sie unter Stigmatisierung leiden, häufiger psychisch erkranken. Bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit homo- oder bisexueller Orientierung besteht eine dreifach höhere Suizidrate, so die Aussage der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie. Und, meine Damen und Herren, Homosexuelle brauchen kein besonderes Therapieangebot. Und wenn Therapien benötigt werden, dann doch von Therapeuten, die einen wertfreien und geschützten Raum bieten. Das heißt, wenn wir von Therapien sprechen, dann doch genau von dem Gegenteil, den sogenannten affirmativen Therapien. Denn diese zielen darauf ab, dass die Betroffenen lernen oder darin bestärkt werden, zu ihren sexuellen Empfindungen zu stehen. Gesundheitsminister Spahn hat nun Mitte Februar einen Vorstoß für ein Verbot von Konversionstherapien gemacht. Die Hessische Koalition bringt heute einen Antrag zur Bundesratsinitiative ein, so wie auch Berlin, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Bremen. Dabei sind die Fraktionen SPD, Bündnis 90 die Grünen und DIE LINKEN in Bremen vorbildlicher und schneller gewesen. Die haben das nämlich schon 2018 gemacht und haben einen Antrag zum Verbot von Konversionstherapien eingebracht. Herr Bartelt, Sie haben eben dieses Wort besetzt, und jetzt habe ich Probleme, noch Konversionstherapie zu sagen. Es tut mir echt leid. Einige europäische Länder, Sie sind schon darauf eingegangen, auch etliche amerikanische Bundesstaaten, auch Ecuador beispielsweise, haben diese Therapien inzwischen verboten. Auch das britische Parlament hat sich damit befasst. Aber in Deutschland kam es zu diesem Gesetz leider noch nicht, obwohl wir immer wieder diese Diskussion haben. Leider haben Sie es auch als schwarz-grüne Landesregierung in der letzten Legislatur versäumt, sich dafür einzusetzen. Im Februar hat die TAZ, möchte ich aus der TAZ zitieren, da heißt es, in Hessen hatte die schwarz-grüne Koalition im Dezember vereinbart, sich im Bundesrat für ein Verbot der Konversionstherapien einzusetzen. Passiert ist in Wiesbaden bislang wenig. Heute aber, und wir sind froh, liegt Ihr Antrag zur Beratung vor. Und gut, dass Sie auch die Unterstützung der CDU haben. In Vorjahren war hier in Teilen der CDU sah das noch anders aus. Ich möchte daran erinnern, in Marburg titelte man 2009 CDU schwindelt Homo-Heiler-Kongress schön. Gut, wenn das jetzt tatsächlich und endgültig der Vergangenheit angehört, meine Damen und Herren. Im Bundestag ist man sich einig. Ich glaube, wir sind uns hier auch einig, was man hören konnte. Wir lehnen das auch alles ab. Aber mir ist ganz ehrlich der angekurbelte Wettbewerb um das Verbot wirklich etwas fremd. Ganz ehrlich, liebe Kollegin von den GRÜNEN, das Motto Ihres Kollegen Andresens aus Schleswig-Holstein und damit der GRÜNEN, schneller als Jens Spahn zu sein, missfällt mir angesichts des wichtigen Themas. Hier geht es nicht um ein Wettrennen. Und nicht um schneller zu sein, sondern um das wichtige Anliegen der Antidiskriminierung und darum,
endlich nach vielen Jahren, in denen Homosexualität nicht mehr als Krankheit, sondern als sexuelle Orientierung anerkannt wurde, dies auch gesetzlich mit einem Verbot der Therapien sowie mit Aufklärung und mit gesellschaftlicher Akzeptanzförderung zu verankern. Denn das sind wichtige Schlüsselaufgaben für eine offene, eine respektvolle Gesellschaft sowie für ein gutes, tolerantes und wertschätzendes Miteinander. Deswegen ist es auch die Aufgabe des Staates, die jungen Menschen vor solchen Therapien zu schützen. Und egal, wie es kommt, dieses Verbot, und da stimme ich Herrn Martin zu, ist ein Meilenstein in unserer Politik. Deswegen wettstreiten Sie nicht, lassen Sie uns gemeinsam dazu beitragen, dass Diskriminierung sowie die Abwertung und die Stigmatisierung homosexueller, bisexueller und transsexueller Menschen keinen Platz in unserer Gesellschaft hat. Es ist unethisch, die sexuelle Orientierung oder die Liebe beeinflussen zu wollen. Liebe lässt sich nicht verändern und auch nicht manipulieren. Jeder soll seine Persönlichkeit und seine sexuelle, Frau Kollegin, kommen Sie bitte zum Schluss. Und seine sexuelle Orientierung in Hessen und überall so gut wie möglich in Freiheit entfalten können. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Dr. Sommer. Für die Landesregierung spricht nun der Sozialminister, Herr Staatsminister Klose. Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Mensch ist frei, er darf tun und lassen, was die Rechte anderer nicht verletzt oder die verfassungsmäßige Ordnung des Gemeinwesens nicht beeinträchtigt. Genau so hat Herr Staatsgerichtshofspräsident Poseck hier vor einer Stunde unsere Verfassung zitiert, und genau da knüpfen wir an. Denn sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität sind Wesensmerkmale jedes Menschen, keine Entscheidung. Sie sind weder eine Erkrankung noch eine Störung und deshalb auch in gar keiner Weise behandlungsbedürftig. Als Wesensmerkmale sind sie vom allgemeinen Persönlichkeitsrecht des Grundgesetzes umfasst und stehen deshalb unter dem besonderen Schutz des Staates. Und genau dieser Gedanke leitet sich ja auch aus dem zitierten Artikel unserer eigenen Verfassung ab. Die Hessische Landesregierung ist diesem Schutzauftrag selbstverständlich verpflichtet, und sie handelt konsequent danach. Das vielfältige Zusammenleben in Hessen hat für uns besonderen Stellenwert. Im Mai 2017 hat das Kabinett den Hessischen Aktionsplan für Akzeptanz und Vielfalt verabschiedet und damit einen Auftrag des Regierungsprogramms der vergangenen Legislaturperiode umgesetzt. Ich darf aus diesem Aktionsplan zitieren: Wir setzen uns dafür ein, dass alle Menschen in Hessen offen, diskriminierungsfrei und wertschätzend leben können. Wir fördern einen breiten gesellschaftlichen Konsens über die Akzeptanz verschiedener Entwürfe zur Lebensgestaltung. Dazu gehört auch, dass wir allen, unabhängig von ihrer sexuellen oder geschlechtlichen Identität, ein gleichberechtigtes Leben ermöglichen und ihre Selbstbestimmung und volle Teilhabe an der Gesellschaft gewährleisten. In den vergangenen Jahren haben wir dementsprechend ein umfangreiches Maßnahmenpaket ergriffen und erhebliche Mittel eingesetzt, um diesen Auftrag dann auch in konkretes Regierungshandeln umzusetzen. Wir erfahren hierfür in der Bevölkerung viel Zuspruch. Ich will mich aber auch ausdrücklich beim Landtag der letzten Legislaturperiode bedanken, der die Landesregierung in diesen Fragen immer in großer Breite unterstützt hat. Eine große Mehrheit der Hessinnen und Hessen geht längst vorurteilsfrei und offen mit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt um. Und diesen Weg werden wir in den kommenden 5 Jahren konsequent weiter beschreiten. So haben wir es auch im Regierungsprogramm festgehalten. Unter anderem heißt es dort, Zitat, wir wollen uns im Bundesrat für ein Verbot der menschengefährdenden sogenannten Konversionstherapien zur Heilung Homosexueller einsetzen. Dass dieser Aspekt im Regierungsprogramm eigens Erwähnung finden muss, hat unerfreulicherweise Gründe. Ganz aktuelle Veröffentlichungen
zeigen, dass insbesondere christlich-fundamentalistische Gruppen aus den USA in den vergangenen 10 Jahren mehr als 50 Millionen Dollar nach Europa haben fließen lassen, um ihre politische Agenda voranzutreiben. Unter anderem wurden dadurch auch Kampagnen gegen die Gleichberechtigung von LSBTIQ und für Konversionsprojekte finanziert. Mehr als 40 Abgeordnete des Europaparlaments haben sich deshalb bereits mit der Sorge an die EU-Kommission gewandt, dass der Einfluss solcher Gruppen auf die europäische Politik überhand nehme. Auch hier in Hessen haben wir die Versuche einer entsprechenden Mobilisierung bereits zu spüren bekommen. Sie erinnern sich bestimmt, dass die sogenannte Demo für alle in Wiesbaden mehrere erfolglose Versuche unternommen hat, Fuß zu fassen. Und trotzdem sind solche Aktionen keineswegs harmlos. Wenn wir einen Blick auf die Netzwerke werfen, die dahinterstehen, dann treffen wir dort auf Personen und Organisationen, die weiterhin, offen oder verdeckt, sogenannte Konversions- oder Reparativtherapien anbieten. Ihnen gemeinsam ist eine ausgeprägte Homo- und Transsexualitätsfeindlichkeit, die nicht selten religiös verbrämt wird. Sie adressieren mit diesen Angeboten insbesondere Menschen aus konservativ-religiös geprägten Kontexten, die aufgrund eigener Diskriminierungs- und Ausgrenzungserfahrungen mit ihrer sexuellen oder geschlechtlichen Identität in Konflikt geraten und deshalb besonders verletzlich und empfänglich sind für solche scheinbaren Hilfsangebote. Die Anbieterinnen und Anbieter von Konversionstherapien vertreten die Auffassung, dass es sich bei Homo-, Bi- oder Transsexualität um psychische Störungen oder Krankheitsbilder handelt, die mit entsprechenden Interventionen – Beispiele wurden ja schon genannt – geheilt werden könnten. Auch hier in Hessen mussten wir uns mit solchen Gruppen bereits auseinandersetzen, übrigens auch hier im Landtag. Ich erinnere an die Debatte über den Marburger Kongress im Jahr 2009 oder das sogenannte Deutsche Institut für Jugend und Gesellschaft. Das ist keineswegs vorbei. Ich empfehle Ihnen die beiden hervorragenden Dokumentationen des Norddeutschen Rundfunks, die Schwulenheiler 1 und 2, die Sie auf YouTube weiterhin finden können. Längst ist Homosexualität aus dem Katalog der psychischen Erkrankungen gestrichen. Die Anbieter von Konversionstherapien verschleiern deshalb ihre Absichten, indem sie auf medizinische Diagnosen wie die sogenannte ichdystone Sexualorientierung zurückgreifen. Das ist der Aspekt, den Herr Dr. Bartelt auch gerade schon ansprach. Sie entfernen sich dabei meilenweit von der Position aller einschlägigen Fachverbände, wie dem Berufsverband Deutscher Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie oder auch der Bundesärztekammer, die sich klar gegen jede Pathologisierung von Homo- und Transsexualität wenden. Hier darf ich aus der Erklärung des Ärztetages aus dem Jahr 2014 zitieren. Die wissenschaftliche Forschung hat gezeigt, dass es sich bei Homosexualität weder um eine pathologische Entwicklung noch um eine Erkrankung handelt, sondern um eine Variante der unterschiedlichen sexuellen Orientierungen. Zitat Ende. Die Anbieterinnen und Anbieter solcher angeblicher Therapien erzeugen ganz im Gegenteil viel persönliches Leid. Denn es ist wissenschaftlich eindeutig belegt, dass solche Umpolungsversuche in Anführungszeichen häufig schwerwiegende psychische Belastungen wie Depressionen, Angsterkrankungen und ein erhöhtes Suizidalitätsrisiko nach sich ziehen. Und deshalb weise ich an dieser Stelle gerade auch aufgrund meiner besonderen Verantwortung als Jugend- und Gesundheitsminister auf die traurige Tatsache hin, dass die Suizidgefahr bei lesbischen, schwulen oder Transjugendlichen noch immer um ein Mehrfaches höher liegt als bei heterosexuell empfindenden Jugendlichen. Und da gilt nun tatsächlich, schützt unsere Kinder. Und genau das tun wir, wenn wir diese gefährlichen und unwissenschaftlichen Unsinn verbieten. Denn vor diesen falschen Heilsbringerinnen müssen wir gerade diejenigen bewahren, die sich solchen Übergriffen am schwersten entziehen können, Kinder und Jugendliche innerhalb der besonderen Belastungssituation eines Coming-out und in bestehenden Abhängigkeitsverhältnissen. Und die besondere Perfidie der Situation liegt ja darin, dass allein die Existenz solcher Heilungsangebote den Anschein erweckt, es sei etwas dran an der Krankhaftigkeit von Homo- oder Transsexualität.
Es werden alte Vorurteile bedient und Zweifel gesät, die sowohl die Betroffenen als auch ihre Angehörigen verunsichern und so letztlich dazu beitragen, dass homo- und transsexualitätsfeindliche Haltungen noch gestärkt werden. Unsere Bundesratsinitiative setzt deshalb klare gesellschaftliche Signale für die Akzeptanz und Wertschätzung von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt. Ein Verbot dieser schädlichen und manipulativen Angebote ist ein wichtiger Schritt dazu, insbesondere natürlich ein Verbot von Interventionen an Minderjährigen. Neben einem direkten Verbot bedarf es aber auch geeigneter Regelungen, die mit Konsequenzen für die Ausübung der jeweiligen Berufe verbunden sind. Auch das berücksichtigen wir in unserer Bundesratsinitiative. Sie zielt außerdem darauf ab, Maßnahmen zu unterstützen, die zur öffentlichen Aufklärung und Sensibilisierung in Bezug auf sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität beitragen. Wir müssen gleichzeitig aber auch Sorge dafür tragen, dass Jugendliche in der Phase ihrer Identitätsfindung und Erwachsene, die in Identitätskonflikte geraten, Unterstützungsangebote finden können, die ihnen wirklich helfen, ergebnisoffene Angebote, die sie in ihrer Selbstfindung und ihrer Selbstbestimmung stärken und ihnen unbedingte Wertschätzung entgegenbringen, genau so, wie es den Grundsätzen der ärztlichen Ethik entspricht. Herr Staatsminister, die Redezeit der Fraktionen läuft gleich ab. Vielen Dank, Herr Präsident. Deshalb sieht unsere Bundesratsinitiative auch vor, dass eine angemessene Versorgung mit fachkompetenten Beratungs- und Therapieangeboten sichergestellt werden muss, die zur Stärkung der eigenen sexuellen Identität und zur Vereinbarung mit dem eigenen Selbstbild positiv beitragen. Und natürlich ist es auch notwendig, dass der Staat seine eigene Rolle in diesem Kontext kritisch reflektiert und historisch aufarbeiten lässt, wie wir das in Hessen in großem Konsens während der letzten beiden Legislaturperioden auf den Weg gebracht haben. Über die europäischen und außereuropäischen Beispiele für solche Verbote ist bereits gesprochen worden. Deshalb will ich nur noch darauf hinweisen, dass sich der Bundesratsinitiative täglich mehr Bundesländer anschließen. Stand jetzt sind Schleswig-Holstein, das Saarland, Bremen und Berlin Mitantragsteller des in unserer Federführung entstandenen Antrags. Weitere Länder haben bereits signalisiert, dem Antrag im Verlauf des Verfahrens beitreten zu wollen. Ich freue mich sehr, jedenfalls entnehme ich das dieser Debatte, dass auch der Landtag in seiner breiten Mehrheit unsere Initiative unterstützt. Ich freue mich außerdem, dass auch der LSVD Hessen und Vertreter beider christlicher Kirchen Unterstützung signalisiert haben. Voraussichtlich am 12. April wird der Bundesrat unsere Initiative beraten. Ich will ausdrücklich sagen, das ist in der Tat keine Frage des Tempos, sondern unter uns Ländern ist es eine Frage des Willens, sich in dieser wichtigen Thematik eigenständig zu positionieren. Und deshalb werden wir die Bundesregierung, sagen wir, intensiv begleiten, damit die Ankündigungen des Bundesgesundheitsministers dann auch tatsächlich bald Realität werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Klose. Weitere Wortmeldungen liegen uns nicht vor, sodass ich damit die Debatte schließen kann. Es ist verabredet, wenn ich das richtig signalisiert bekommen habe, dass abgestimmt wird über den Entschließungsantrag Drucksache 20/399. Dann werden wir dieses so tun. Es ist beantragt von der Fraktion der AfD, dass getrennt abgestimmt wird, und zwar 1, 3, 4, 5, 6 zusammen und 2 alleine. Dann werden wir auch so verfahren. Dann werde ich zunächst abstimmen über die Teile 1, 3, 4, 5 und 6. Wer diesem die Zustimmung geben möchte, bitte ich das Handzeichen. DIE LINKE, die Sozialdemokraten, die GRÜNEN, die CDU, die Freien Demokraten. Und wer ist dagegen? Niemand. Enthaltung? Die Fraktion der AfD. Und dann kommen wir zu dem Punkt Nummer 2.
Wer dem zustimmt, bitte das Handzeichen. Das ist das gesamte Haus. Damit ist dieser Punkt einstimmig angenommen worden. Insgesamt ist der Antrag aber auch mit großer Mehrheit. Entschuldigung, habe ich nicht gefragt. Und wer enthält sich der Stimme? Bei zwei Enthaltungen. Zur Ziffer 2 war das gewesen. Also fürs Protokoll ganz richtig. Alle außer zwei Enthaltungen. Und damit ist an dem Ergebnis hat sich nichts verändert. Aber Sie haben vollkommen recht, dass Sie uns darauf hinweisen oder mich, dass ich nicht aufgepasst habe. Damit ist der Antrag insgesamt angenommen.